morgen verstocken. Heute sind sie aber früh dran. Es kommt gleich jemand von der Hausverwaltung wegen die undichten Fenster. Aber nicht der Hausmeister, oder? Der liegt nämlich schon die ganze Woche flach, Grippe. Na, irgendeine Frau, Namen habe ich nicht verstanden, aber wenn's kommt, schicken sie's hoch, gell? Mach ich. Jetzt zirkt nicht so ein Gesicht. Man könnte gerade meinen, du fährst nicht auf eine Inforeise, sondern zu einer Beerdigung, glaubst du das? Okay. Mit lauter Kriminalen, 6 Wochen durch Norddeutschland, was meinst du, wie fad das wird? Andere wären froh, wenn sie mal ein bisschen rauskommen, Daten. Die hätten doch gleich den Hansen schicken können, da kommt eh von da drum. Mei, wusste ich als Repräsentant für Oberbayern halt gern dabei haben wollten. Ich allein unter lauter Fischköpfe. Na, danke. Jetzt gib mir Ruhe. Sag, macht der Stadler wieder deine Vertretung? Dem schon, wie immer halt. Riecht dir am besten gleich sein Zimmer her. Und für heute Abend mache ich einen Krustenbraten, den mag ich doch so gern. Weil du bist so gemein. Der kriegt einen Krustenbraten. Und was wird ihr heute Abend kriegen? Ein paar lätschige Krabben vielleicht. Oder ein Viech. Glaubst das? Waldstuckel? Ja, hallo, Madame Butterfly. Geh, da heißt, ich soll früher ins Büro kommen, weil die Frau von der Hausverwaltung kommt, um sich die Fenster anzuschauen. Und dann kommt keiner. Krieg ich trotzdem einen Kaffee oder muss ich zuerst wen verhaften? Ja, das ist immer das Gleiche. Man macht da Zeit aus und dann. Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Wo? Ja, bitte fassen Sie nichts an, wir kommen. Migi, es gab der Leich. Ja, und wo? Golfplatz Sieblick. Ich rufe den Herrn Hansen an und den Herrn Stadler. Schönen guten Morgen allerseits. Ernstens, Sie können gleich umdrehen, wir gehen golfen. Golfen? Ja, Herr Hansen, wo sind's? Moin, moin. Morgen. Ja, es ist, anscheinend hält mein Navi nichts vom Golf am Morgen. Wir wissen nicht, wer die Leiche ist. Warum? Warum? Ja, kein Handy, kein Geldbeutel, gar nichts. Und die beiden Herrschaften haben ihn gefunden. Das ist der Herr Wimmer Markus, die Frau Leipfinger Fanny. Morgen. Ja. Haben wir von den beiden schon was Brauchbares erfahren? Ja, freilich. Also er, der Wimmer, hat den Ball pitcht. Obwohl sie, die Leipfinger, gesagt hat, also der Chip wäre die bessere Variante. Was ja ich auch glaube. Warum? Warum? Ich hab damals meinen Golf-Schnupperkurs. Ja, Herr Mo, die kürzere Version, bitte, danke. Verschlagen hat den Ball der Depp. Und wir sind gesucht haben, haben sie die Leiche gefunden. Ja, kennen die beiden das Opfer? Nein, war kein Mitglied im Golfclub, haben sie gesagt. Guten Morgen, die Herren. Ja, schönen guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Alles in Ordnung? Ja, Hauptkommissarin Danner, Verena. Ja, ich warte. Ja, grüß Sie, Herr Leibold. Nochmal wegen der Sache mit meiner. Bitte? Ja, ja, natürlich bin ich nach Rosenheim gefahren. So was stand ja auch in meinem Versetzungsbescheid. Na. Ich bin mir ganz sicher, dass ich Aschaffenburg beantragt habe. Und. Ach, Sie melden sich bei mir. Na gut. Vielen Dank. Wiederhören. Mei, mei. Gott, Danner, ich sollte mich im Kommissariat melden. Ah ja, Sie werden schon erwartet. Gehen Sie einfach rauf in den ersten Stock, Zimmer 104. Danke. Mhm. Der Tote ist also erschossen worden. Ja, allerdings aus einiger Entfernung. An der Wunde sind keinerlei Schmauchspuren festzustellen. Aha. Könnte es sein, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Jagdgewehr gehandelt hat? Möglich. Das Projektil wird uns Auskunft darüber geben. Verstehe. Was ist das da für ein Abzeichen auf der Brust? DWV Bayern B-Kader hört sich für mich noch ein K1-Logo an. Gut. Harald! Durchkämmt doch schon mal die nähere Umgebung. Vielleicht haben wir Glück und finden die Patronenhülse. Mach mal. Danke. Ach, Herr Hansen? Ja. Diese Schmutzstreifen an der Kleidung hier, die deuten darauf hin, dass das Opfer nachträglich hierher gebracht wurde. Also Fundort, nicht gleich Tatort. Ja, verstehe. Todeszeitpunkt? Die Leichenstarre hat noch nicht eingesetzt. Ich würde sagen. Etwa vor 3 Stunden. Aha. Also gegen 6 Uhr heute Morgen? Ja. Ja. Danke. Gerne. Ja. Entschuldigung. Danner, Verena, bin ich richtig wegen. Mit der Pünktlichkeit haben Sie es ja nicht so. Ich hoffe nicht, dass das mit den Fenstern allzu lang dauert, weil ich habe nicht ewig Zeit. Und jetzt bitte ich, dass Sie draußen warten. Wir ermitteln nämlich gerade. Herr Hansen, was hätten Sie braucht?
Hallo, liebe Frau Stockel, Folgendes. Das Opfer konnte bis jetzt noch nicht identifiziert werden. Sehen Sie doch mal bitte nach, ob es da eine Vermisstenanzeige gibt. Der Tote ist männlich, circa Anfang 30 und trägt Sportkleidung. Alles klar, mach ich. Danke. Und was ist mit dem Kollegen Stadler? Gibt's von dem eine Spur? Na, immer noch nicht auf dem Handy erreicht. Aha. Versuchen Sie es bitte weiter, ja? Nicht, dass Sie nach ihm auch noch eine Vermisstenanzeige aufgeben müssen. Ja, alles klar. Ja, und blöd anreden lassen habe ich mich auch noch müssen. Rufen Sie mich bitte schön zurück, sobald Sie das abhören, ja? Danke. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ach, das wäre toll. Dana, Hauptkommissarin aus Regensburg. Ich wäre die Vertretung vom Herrn Hofer, aber so wie es ausschaut, werde ich hier ja überhaupt nicht erwartet. Sie sind die Vertretung vom Herrn Hofer? Ja. Haben Sie mit wem anders gerechnet? Ja, eigentlich haben wir den Herrn Stadler aus Passau erwartet. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wie das zustande gekommen ist. Fakt ist, ich wurde Ihnen offiziell zugeteilt. Gut, dann gehen wir doch erstmal in mein Büro und dann sehen wir weiter. Bitte. Vielen Dank. Ich bin dann hier soweit fertig. Wenn ich mit der Obduktion durch bin oder irgendetwas aus dem Labor höre, dann melde ich mich bei Ihnen. Fein. Wiedersehen, Frau Dr. Eckstein. Wiederschauen. Herr Mohr? Herr Doktor. Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, es ist so, wie ich es gesagt habe. Also die Leute vom Clubhaus haben am 8. in der Früh angefangen und der Marschall auch. Mhm. Der wer, was? Der Golfmarschall. Das ist so wie der Polizist auf einem Golfplatz. Der ist für die Platzkontrolle zuständig und der schaut, dass alle ihre Regeln einhalten. Ah, verstehe. Ja gut, dann sehen Sie sich doch mal in der Nachbarschaft um, ob da jemand... Das war doch jemand. Ja, sehen wir uns doch mal genauer an. Nur... Was ich nicht verstehe, warum haben wir keine Mitteilung bekommen über diese personelle Änderung? Meine Dienststelle in Regensburg ist auch nicht informiert worden. Es gab lediglich einen Bescheid, dass ich diesmal in Rosenheim und nicht wie sonst in Aschaffenburg als Vertretung eingesetzt werde. Nicht, dass wir am Ende noch eine Doppelbesetzung haben. Wieso? Haben jetzt Sie von dem Herrn Stadler noch gar nichts gehört? Nein, mir ist das alles schleierhaft. Augenblick. Ja, 80er hier. Ich hätte bitte gerne an Dr. Lauserkönig gesprochen. Gut, ist in einer Besprechung, dann rufe ich später nochmal an. Danke, wieder. Also, keine Sorge, Frau Danner, wir werden sicherlich die Angelegenheit bringen. Da wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar. Haben Sie denn schon eine Unterkunft? Na, es ist ja alles so wahnsinnig schnell gegangen. Ich konnte mich noch um überhaupt nichts kümmern. Naja, selbstverständlich. Überlassen Sie das ruhig der Frau Stockel. Die wird schon was Passendes finden. Herein! 80er. Ein paar Unterschriften bräuchte ich. Da sind Sie. Ihr habt doch gesagt, Sie sind draußen warten. Frau Stockel, darf ich vorstellen, das ist Kriminalhauptkommissarin Verena Danner aus Regensburg. Sie wurde uns als Vertretung für Herrn Hofer geschickt. Herr Hansen. Herr Mohr. Wir sind so deppen. Wieso? Das Biathlon-Camp ist direkt neben dem Golfplatz, deswegen die Schüsse. Ja, aber wirklich. Ich wusste gar nicht, dass es in Rosenheim so ein Camp gibt. Freilich, was glaubst du denn? Alle zwei Jahre da trifft sich das bayerische Biathlon-B-Kader in Rosenheim zum Trainieren. Langlauf ohne Schnee, oder wie? Oh ja, das geht. Es ist so, da nimmst du Ski, da gibst Rollen drauf und hei, jede Witzka. Rollski. Schauen Sie mal, dasselbe Zeichen wie auf der Kleidung des Opfers. Also schätzungsweise war er Teilnehmer von dem Camp. Guten Tag. Tag. Hansen, mein Name, Kripo Rosenheim. Mein Kollege Herr Mohr. Was wird? Wir hätten da eine Frage. Polizei, ist irgendwas passiert? Wie ist denn der werte Name, bitte? Schropp. Brigitte Schropp. Ich bin die Physiotherapeutin des Biathlon-Teams. Aha. Frau Schropp, sagen Sie mal, wie viele Teilnehmer hat denn das Camp? 26. Aber bis auf 5 sind gestern Nachmittag alle abgereist. Das Trainingslager ist ja offiziell bereits beendet. Aha. Und von diesen 5 wird nicht zufällig einer vermisst? Doch, der Moritz. Moritz Aschauer ist seit heute früh verschwunden. Er hätte eigentlich vor einer Stunde einen Termin bei mir zur Physiotherapie gehabt. Beim Frühstück hat er wohl auch nicht teilgenommen. Kleine Frage. Haben Sie zufällig ein Foto von ihm? Ja, Moment. Hier am Empfang müsste eigentlich sein Sommercamp-Ausweis liegen. Gut. Herr Hansen? Ja. Danke. Danke. Aha. Sagen Sie, wie war der Herr Aschauer denn so? Außer seinem Sport hat ihn eigentlich kaum was interessiert. Aber hier im Camp war er recht beliebt. Mhm. Gab es vielleicht auch jemanden, bei dem er nicht ganz so beliebt war? Naja, der Benedikt. Benedikt Reindl war nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen.
Und der Benedikt Reinl, das ist ja ein Biathletiker. Benedikt ist, war Moritz' größter Konkurrent. Mhm. Warum war er denn so sauer auf den Toten? Neid, nehme ich mal an. Der Moritz war sehr ehrgeizig und wollte sich unbedingt an die bayerische Spitze ranarbeiten. Mhm. Können Sie uns sonst noch etwas über Herrn Aschauer erzählen? Am besten fragen Sie da den Christian Bachhuber. Das war Moritz' bester Freund. Die beiden kommen aus demselben Dorf. Und wo findet man den jetzt? Die restlichen Camp-Teilnehmer müssten alle jetzt da unten im Gästehaus sein. Christian hat Zimmer Nummer 8. Danke. Danke. Ich finde es ja ganz schön, ein bisschen eine weibliche Unterstützung bei uns zu haben. Ich bin hier ja quasi allein unter Männern. Sie schauen mir aber nicht danach aus, als ob Sie damit ein Problem hätten. Mei. Ah, das ist der Herr Hansen, der Kommissar, mit dem Sie jetzt dann ermitteln werden. Dann können Sie mir gleich sagen, dass Verstärkung unterwegs ist, sozusagen. Mach ich. Herr Hansen? Ja, hallo, Frau Stockel. In Bezug auf unser Opfer, da... Liegt keine Vermisstenanzeige vor, ich werde mich aber sofort mit München auseinandersetzen. Ja, genau, das können Sie sich nämlich sparen. Wir haben die Identität des Toten. Ein Moritz Aschauer. Er war Teilnehmer eines Sommercamps für Biathleten. Hier in der Nähe vom Golfplatz. Ach, dann sind Sie gar nicht auf dem Golfplatz, sondern im Biathlon-Sommercamp. Ich frage nur, weil... Wieso hat der Stadler doch noch einen Weg nach Rosenheim gefunden? Nein. Der nicht, aber jemand anders. Was, wie meinen Sie das? Herr Hansen, Sie bekommen Unterstützung, aber von einer Kommissarin. Was, eine Frau? Ja, ganz genau. Sagen Sie jetzt nichts mehr, ich schicke Sie gleich vorbei. Gut. Ja, meine Frau. Moment, Sie wissen ja gar nicht, wohin. Biathlon Sommercamp, das habe ich mir schon her recherchiert. Ach, noch was. Wegen meiner Unterkunft. Keine Sorge, da kümmere ich mich drum. Versuchen Sie es doch mal im Hotel zur Goldenen Krone. Die Website von denen schaut super aus. Da ist ja hier eine Goldene Krone, darf sein. Verena? Sabine? Ich glaube, ich spinne. Arbeitst du hier? Ja, als Pathologin. Und was machst du hier? Das ist eine lange Geschichte. Eigentlich hatte ich mich für Aschaffenburg beworben, wo ich sonst immer die Vertretung mache. Aber aus irgendeinem Grund haben sie mich nach Rosenheim geschickt. Ach, dann bist du jetzt die Vertretung für Hannover? Ja, vorläufig gewissermaßen. Irgendwann soll noch ein Herr Stadler kommen. Was die sich da in der Verwaltung gedacht haben, keine Ahnung. Also da freue ich mich aber. Aber sag einmal, wenn du Pathologin bist, dann warst du doch sicher gerade am Tatort, oder? Stimmt. Was willst du wissen? Herrschaft. Hofer. Grüß Sie, meine Frau Hofer, Stockel am Apparat. Meine Frau Stockel, gerade ist ganz schlecht. Ich bin mitten im Nödelmacher, damit der Stadler heute auf Nacht was Gescheites im Mann kriegt. Ja, wenn er überhaupt kommt. Was? Aber der Kabinian hat doch gemeint... Heute kommt er auf gar keinen Fall. Sie haben uns nämlich eine Vertretung geschickt, eine Kommissarin. Eine Frau? Ja, nicht schlecht, gell? Ja, und was mache ich mit meinem Krustenbraten? Ja, Sie sagen's. Gut, hilft ja nichts. Dann Dankeschön, dass wir Bescheid gesagt haben, gell? Dankeschön, Frau Hofer. Wiederhören. 80er? Grüße, Herr 80er, Marie Hofer hier. Sie wegen unserem Termin heute Abend im Times Square. Ja, Frau Hofer, ich habe mir den Ordner Sommerkonzerte schon rausgelegt. Gegen 19 Uhr haben wir gesagt, gell? Ja, schon, aber ich habe mir gedacht, ob Sie nicht vielleicht lieber zu mir auf dem Hof rauskommen wollen, wenn Ihnen das nicht so umständlich ist. Nein, gar nicht. Dann sehen wir uns nachher bei mir. Ja, also eine wunderbare Idee. Dann bis gleich. Tschüss, ich freue mich. Geht doch. Herr Hansen, jetzt wissen wir mehr. Herr Mohr. Der tote Moritz Aschauer ist 29 Jahre alt geworden, gewohnt hat er in Oberding und gearbeitet hat er im Sportgeschäft Brunner. Aber nur halbtags. Warum? Warum? Ja, der wollte noch was reißen im Biathlon. Der hat schon allein sportlich. Verstehe. Verheiratet? Nein, er hat ja nicht einmal eine Freundin gehabt. Kinder hat er auch keine gehabt. Gut, dann befragen Sie doch bitte schon mal die anderen drei Biathleten. Und ich knöpfe mir mal den besten Freund des Opfers vor, diesen Christian Dings Bachhuber. Genau. Sagen Sie mal, Herr Hansen, der Herr Stadler kommt da halt noch. Ja, das ist wohl nicht so ganz geklärt, Herr Mohr. Frau Stockel meint auf jeden Fall, dass erstmal eine Kollegin vorbeikommt. Mhm. Als Ersatz sozusagen. Eine Frau?
Hansen, nehme ich an. Sven Hansen. Sie müssen die neue Kollegin sein. Verena Danner, freut mich. Freut ist ganz auf meiner Seite. Ja, da bin ich sehr erleichtert. Ja. Ey, das ist übrigens Polizeihauptmeister Michael Mohr. Ich hoffe, wir arbeiten gut zusammen. Hoffentlich. Ja gut, dann bringe ich Sie schon mal auf den neuesten Stand. Leiche, männlich, Biathlet, Todesursache, Schussverletzung, Todeszeitpunkt so ungefähr um 6 Uhr in der Früh. Gut geraten. Woher? Herrschaft, jetzt habe ich meine Handtaschen im Auto vergessen. Ich bin gleich wieder da. Also, Herr Mohr? Wieso braucht sie jetzt eine Handtasche? Tja, die Handtasche. Das ist eines der vielen ungelösten Rätsel zum Thema Frauen. Ja? Frau Stottel? Wenn Dr. Lauser-König anruft, ich bin im Büro. Jawohl. Herr 80er, ich habe jetzt vorhin gerade mit dem Herrn Stadler telefoniert. Der ist in Aschaffenburg. In Aschaffenburg? Ja, aber das ist doch eigentlich der Einsatzort von Frau Donner. Eigentlich schon. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Mei, vielleicht wollten die uns aus München eine Frau schicken, zwecks der Frauenquote. Das glaube ich jetzt weniger. Ah ja, nachdem uns Frau Danner länger erhalten bleibt, sorgen Sie doch dafür, dass sie sämtliche Anträge kriegt. E-Mail-Adresse, Computerzugang etc. etc. Sie wissen schon. Jawohl. Ja gut, dann machen wir doch das. Der Moritz erschossen. Das ist bestimmt ein schwerer Verlust für Sie. Wir wissen, dass Ihr Verhältnis sehr eng war. Der Moritz und ich, wir sind ja schon von klar auf beste Freund gewesen. Wir haben gehört, dass er sich mit einem Benedikt Reindl, der auch hier im Sommercamp trainiert, nicht besonders gut verstanden haben soll. Der Reindl, der alte Neider. Wie oft habe ich zu Moritz gesagt, dass er mit dem aufpassen muss? Im B-Kader vom bayerischen Biathlon-Team, da steht man bestimmt ziemlich unter Druck, oder? Ja, schon. Warum? Kann das sein, dass ihr Spezi vielleicht ein bisschen nachgeholfen hat? Zum Beispiel mit Medikamenten? Na. Das hätte Moritz nie gemacht. Sicher nicht. Heute Morgen gegen, sagen wir mal, 6 Uhr, wo waren Sie da? Beim Frühstücken, im Speisesaal mit den anderen. Also die, die noch da sind. Aha. Ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass Ihr Freund fehlt? Na, der Moritz, der hat das Frühstück gerne ausfallen lassen. Ist das Ihr Freundin? Ja, das ist die Anni. Eine von unseren Technikerinnen, die sich um die Ausrüstung kümmern. Wir sind seit einem Monat zusammen. Und wie heißt die Anni mit Nachnamen? Habermus. Und die ist jetzt auch noch hier so im Camp? Na, leider nicht. Die ist gestern schon mit den anderen mitgefahren. Na gut, Herr Bachhuber, dann war's das erstmal. Aber wir müssen Sie bitten, im Camp zu bleiben, falls sich noch Fragen ergeben. Hm? Ja, ja. Gut. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Also dafür, dass der Bachhuber angeblich sein bester Spezi gewesen ist, war aber nicht besonders traurig. Finden Sie? Also ich hatte schon den Eindruck, dass ihn der Tod seines Freundes mitnimmt. Dingens, der hat nicht eine Träne verdrückt, bildlich gesehen. Aha, naja, wir Männer trauern eben etwas anders. Ne? Sagen Sie, was sollte gerade die Frage von wegen eventueller Medikamentenmissbrauch des Opfers? Womöglich hat der Mord was mit Doping zu tun. Naja, nicht jeder Sportler muss gleich gedopt sein, weil er etwas schneller ist als die Konkurrenten. Glauben Sie es mir, irgendwas ist da im Busch, dopingtechnisch. Ich glaube Ihnen, dass Sie das glauben, aber wie kommen Sie darauf? Was wollen Sie jetzt hören? Weibliche Intuition? Ja, genau. In dem Fall muss ich das ja wohl glauben. Haben Sie eigentlich schon mal mit einer Frau zusammengearbeitet? Nee, bis jetzt noch nicht. Sehen Sie es? Genau das habe ich mir gedacht. Aha. Herr Mohr? Ich habe jetzt alle Angestellten fertig gemacht. Es ist ja so, der Koch, die Leute von der Rezeption und die Sturmmeierin, die sind immer da. Warum? Warum? Das Camp wird auch noch von anderen Sportlern genutzt, und zwar als Trainingslager. Aha. Wie lange war das Biathletenteam vor Ort, Jochensaft? Gerne. 8 Wochen sind es da gewesen. Und sie haben dabei gehabt, einen Trainer, einen Techniker, einen Doktor, eine Ernährungswissenschaftlerin und bis auf unsere Frau Schropp, das ist die Physiotherapeutin, und 5 von den Biathletikern sind gestern alle abgereist. Ja, und wieso sind die dann da geblieben? Ja, die haben ein bisschen ein Zusatztraining noch gebraucht. Und einer von den Angestellten, der Herr Hubert Premishuber, der hat mir erzählt, dass unser Toter gestern aufs Land weggefahren ist und erst heute in der Früh mit dem Auto wieder hergekommen. Gut, dann sollen die Kollegen von der Verkehrsüberwachung mal überprüfen, ob der Wagen gestern Nacht irgendwo zu sehen war. Womöglich hat er eine heimliche Geliebte gehabt. Warum muss für Männer eigentlich immer gleich eine Frau dahinter stecken?
Weiß nicht. Aus dem gleichen Grund, warum Frauen vor ihrem Schaufenster stehen bleiben? Ein Witz. Herr Mohr, sonst noch was? Ja, freilich. Die 5 Biathletiker sind zur Tatzeit alle im Frühstücksraum gesessen. Bis auf einen. Und das war der Reindl Benedikt. Wenn heute aus alle Gewehre von den Teilnehmern geschossen worden ist, dann kann es doch sein, dass am Reindl Benedikt seine Waffe zweckentfremdet wurde. Ja, kann man denn damit überhaupt jemanden erschießen? Biathlon-Gewehre sind Kleinkalibergewehre. Richtig zielt überhaupt kein Problem. Sie kennen sich ja mit Schusswaffen scheinbar gut aus, Kollegin. Jetzt haben sie Angst, gell? Ja, Michi, was gibt's? Ah, Stuckel, du bitte sei so lieb und frag mal bei der Verkehrsüberwachung nach, ob die über das Auto von unseren Toten irgendwas reingekriegt haben. Aber erst verzeihst mal, wie es mit der Neuen läuft. Naja, also zwischen ihr und zwischen Herrn Hansen, da passt es noch nicht ganz so. Ja, weil der Hansen ist halt nicht gewohnt, mit einer Frau zusammenzuarbeiten. Das glaube ich nicht. Stuckel, weißt du was? Ich schicke dir jetzt das Kennzeichen und es wird alles gut. Gell? Ende, vierte, servus. Womöglich hat Benedikt Reindler seinen Konkurrenten selbst ausgeschaltet. Offensichtlicher geht's ja wohl nimmer. Vielleicht eine Tat im Affekt. Hm? Ah, Herr Mohr. Mit diesem Herrn Reindl sollte man auf jeden Fall noch mal sprechen. Holen Sie am besten gleich mal aufs Kommissariat. Ja, ist halt. Und checken's doch bitte schön mal, ob wer von den Angestellten im Camp bezeugen kann, dass der Reindl zur Tatzeit auch in seinem Zimmer gewesen ist. Ja, ist recht. Ah, noch etwas. Die anderen Biathlon-Netiker, die haben gesagt, dass der Moritz Aschauer in letzter Zeit so ein bisschen komisch gewesen ist. Also direkt euphorisch. Aha. Also doch Doping. Ja, oder doch verliebt. Deswegen die nächtlichen Ausflüge, ne? Wie romantisch. Darf ich mal? Natürlich. Und eher praktisch als romantisch. Bei 4 von 5 Morden steckt Eifersucht dahinter. Es hat aber wohl in dem Zimmer keinen Hinweise auf eine ominöse Geliebte gegeben, oder? Sehen Sie es? Bei einer heimlichen Liebschaft wären irgendwelche auffälligen Spuren noch eher hinderlich, Frau Kollegin. Ja, ich gehe dann wieder ein bisschen am Golfplatz, gell? Ich komme mit. Warten Sie mal. Ist das da die Physiotherapeutin, die Schropp? Hallo. Hallo. Ja, wieso? Also wenn was dran sein sollte an Ihrer Theorie über die ominöse Geliebte, die war es jedenfalls nicht. Nee? Woher wissen Sie das? Mai weiß auch nicht. Herr Mohr. Also, ja. Gut. Schöne Schuhe übrigens. Sie hätten ruhig schon vorgehen können. Nein, 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 nein. Nach Ihnen, Frau Kollegin. Auch noch Kavalier. Man verstehe. Tut, was man kann. So, bitte. Ah, das ist übrigens unser Controller, Andi Lorenz. Andi, sag hallo. Hallo. Darf ich vorstellen, hallo. Unsere neue Kollegin, Hauptkommissarin Verena Danner. Also dann muss ich bei Ihnen meinen Personalbogen abgeben. Nein, in der Personalabteilung, 2. Stock. Ich frage mich sowieso, wieso ich den überhaupt ausfüllen muss. An sich müssten meine Daten doch im System sein. Naja, ich nehme an, das Ganze dient zur Absicherung. Wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen schnell. Das wäre natürlich perfekt. Kein Problem, dann gehen wir kurz in mein Büro. Sag tschüss, Sven. Ist recht, ich richte es aus. Ah, Herr Hansen, das waren jetzt gerade die Kollegen von der Verkehrsüberwachung wegen dem Auto vom Toten. Da liegt leider nichts vor. Das wäre auch zu leicht gewesen und das mag ich nicht. Apropos leicht, wo haben Sie eine Kollegin gelassen? Die musste eben kurz noch was mit Andi besprechen. Können Sie ja mal durchschnaufen, gell? Kaffee gibt's leider erst später. Schade. Ja, ist schon was anders, mit einer Frau Danner zusammenzuarbeiten als mit einem Herrn Stadler, gell? Dafür kommen wir jetzt in den Genuss der hochgelobten, femininen Sicht der Dinge. Ah, Frau Danner, schön, dass Sie da sind. Kaffee kann ich Ihnen leider erst später anbieten. Haben Sie vielleicht einen Tee? Einen Tee? Ach, machen Sie sich keine Umstände, Wasser tut's auch. Ja, ach, Frau Danner, ich hätte da noch ein paar Anträge zum Ausfüllen wegen Ihrem Computerzugang und Ihrer E-Mail-Adresse. Okay, so lange bin ich doch gar nicht mehr da. Muss doch noch auf den Herrn Stadler warten täten. Der Herr Stadler ist in Aschaffenburg. Wie jetzt?
aber nicht an dem Einsatzort, wo ich normalerweise die Vertretung mache. Das heißt, der Stadler kommt nicht? Genau das heißt's. Also ich möchte nicht wissen, was die da droben in München alles in der Verwaltung anstellen. Also gut, geben Sie es her. Danke. Ich hätte auch noch was, und zwar wegen diesem Max Aschauer. Also aktenkundig war er nicht, Testament liegt auch keines vor, Bankauszüge sind normal. Ja, und Telefonlisten, die dauert noch. Haben wir einen Obduktionsbericht? Die Frau Dr. Eckstein hat noch nichts hören lassen. Gut, dann spring ich schnell runter zu Sabine in die Pathologie. Vielleicht ist sie inzwischen damit fertig. Sabine? Bin ich wohl überflüssig bei Sabine und Verena. Sven ist drüben. Herr Hansen? Hm. Es gibt Neuigkeiten. Na, Kaffeemaschine ist kaputt. Oje. Herr Stockel, Lady Power. Tralle. Den Tatort haben wir wahrscheinlich. In dem Waldstück da hinterm Biathlon kommen. Ah, ist die Patronenhülse gefunden worden? Ja, aber nicht für das. Wir haben ein Smartphone, einen Lippenstift und Stofffaserliste vom Opfer. Der Fonsi checkt schon die DNA vom Lippenstift. Aha. Danke. Bitte. Fast wie 6 Uhr im Lotto. Wo ist die Frau Danner? Die ist gerade in der Pathologie und plaudert mit ihrer Freundin Sabine. Ah nein, Frau Dr. Eckstein und die Frau Danner sind befreundet. Wie sieht's aus, Herr Mohr? Und sagen Sie, wie finden Sie eigentlich unseren neuen Kommissar? Also, ich kann bis jetzt nichts Nachteiliges sagen. Und Sie? Na ja, erst lässt mich Frau Danner warten, dann funkt sie mir bei der Vernehmung dazwischen und jetzt Kaffeeklatsch mit ihrer Freundin Sabine. Nee, kann man nichts sagen. Herr Hansen, jetzt geben Sie heute eine Chance zum Eingewöhnen, das wird schon noch. Wann gibt's einen Kaffee? Gleich. Nein, das war schon was damals. Du sagst, gibt's was Neues zum Fall? Ja, der Todeszeitpunkt bleibt, aber das Projektil aus der Leiche war derart verformt, dass es nicht hundertprozentig einem der Biathlon-Gewehre zugeordnet werden kann. Aber Dopingmittel hast keine festgestellt im Körper des Opfers? Nein, keinerlei Spuren von irgendwelchen Medikamenten. Gab es einen begründeten Dopingverdacht? Na, das ist nur so eine Vermutung von mir gewesen. Bleibt's bei unserem Abendessen nachher? Ja, ich kenne da einen netten kleinen Italiener. Na, Frau Danner, schon fertig mit dem gemütlichen Plausch unter Freundinnen? Todeszeitpunkt bleibt. Aha. Und keine Spuren von Dopingmitteln im Körper des Opfers. Oh, hat sich Ihr Besuch in der Pathologie also richtig gelohnt? Jetzt sagen Sie bitte schön nicht, Sie haben das geahnt. Das würde ich doch nie wagen. Gibt's denn bei Ihnen was Neues? Allerdings. Wir haben den Tatort. Zumindest lassen die Fundstücke drauf schließen. Ja. Mhm. Das ist ja interessant. Die Lippenstiftfarbe war Peach Nude. Inwiefern ist das relevant für den Fall? Den Farbton hat die Schropp, die Physiotherapeutin drauf gehabt. Die Schropp? Die haben sie doch bloß kurz im Vorbeigehen gesehen. Ja, dafür habe ich halt einen Blick. Wir sollten an der Sache unbedingt dranbleiben. So, die KTU hat gerade angerufen, die Patronenhülse, die am Tatort gefunden worden ist, gehört zu dem Gewehr von Benedikt Reindl. Und der Benedikt Reindl ist, also beziehungsweise war der ärgste Feind von unserem Opfer. Dann ist das wohl die Tatwaffe. Irgendwelche Fingerabdrücke? Nein, alles super sauber abgewischt worden. Herr Mohr? Frau Danner? Haben Sie den Reindl schon hergeholt? Freilich, der Reindl ist schon im Vernehmungsraum. Und noch etwas. Dass der zur Tatzeit wirklich in seinem Zimmer gewesen ist, hat noch keiner bestätigt. Also Alibi-Fehlanzeige. Sieht so aus, als kriegen wir diesmal unseren Täter auf dem Silbertablett präsentiert. Sie bewahren Ihre Waffe also im Waffenschrank auf? Wer hat dafür alles einen Schlüssel? Wir alle. Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass ich das gewesen bin. Na, keine Sorge. Wir müssen nur jedem Hinweis nachgehen. Also immerhin waren Sie der Einzige, der nicht beim Frühstück war und aus Ihrer Waffe ist geschossen worden, obwohl Sie nicht am Training teilgenommen haben. Na, Spinni. Mit meinem Gewehr ist der Moritz erschossen worden. Tja, schaut fast so aus, als ob Ihnen jemand was anhängen wollte. Also Grund genug, Ihren Konkurrenten auszuschalten, haben Sie ja schon gehabt und Gelegenheit dazu auch. Mein Gewehr hätte praktisch ja jeder nehmen können. Fällt Ihnen jemand ein, der wo Ihnen schaden will? Eigentlich bin ich mit alle ganz gut ausgekommen. Ja, mit dem Opfer standen Sie ja nicht gerade auf, sagen wir mal, freundschaftlichem Fuß, ne? Wir sind Konkurrenten. Da geht man nicht auf Kuschelkurs. Aber vor ein paar Tagen habe ich mitgekriegt, wie der Bachhuber und der Aschauer sich gestritten haben.
Da hat es ganz schön gekracht zwischen denen zwei. Haben Sie eine Ahnung, worum es da gegangen ist? Wenn ich es nicht besser wisse, würde ich sagen, er hat was mit der Mädel am Laufen gehabt. Ach so? Wäre das denn so ungewöhnlich gewesen? Ja, schon. Weil normal hat der aus seinem Biathlon nichts im Kopf. Wie schaut's denn bei Ihnen mit Doping aus? Das mit dem Doping im Sport, das wird ja bloß aufbauscht von der Presse. Kann ich jetzt nicht gehen? Ja, Sie dürfen jetzt gehen. Aber Sie müssten noch einen Schmauchspurentest machen. Der Kollege bringt Sie gleich zur KTU. Georg, bitte. Kommen Sie bitte mit. Was hat das jetzt soll mit dem Schmauchspurentest? Haben Sie nicht gesehen, wie nervös der geworden ist beim Thema Doping? Kollegin, erstens suchen wir keinen Dopingsünder, sondern einen Mörder. Und zweitens, Tatwaffe ist gleich das Gewehr vom Herrn Reindl, falls Ihnen das entgangen sein sollte. Ah, Frau Danner, Herr Hansen. Wie schaut's aus? Es schaut so aus, dass wir bereits einen Tatverdächtigen haben und der unterzieht sich gerade einem Schmauchspurentest. Klingt ja vielversprechend. Wenn's mich fragen, er war's nicht. Sagt Ihnen das wieder mal Ihr Gefühl? Na, das sagt mir meine weibliche Intuition. Ah, damals, das ist natürlich ein Argument. Sehen Sie es doch einfach als Bereicherung. Die weibliche Intuition ist der männlichen Ratio manchmal durchaus überlegen. Schönen Abend noch. Yes. Danke. Ah, die Telefonlisten vom Toten ist gekommen und mit einer Nummer hat er des Öfteren telefoniert. Das Problem ist, dass das ein Prepaid-Handy ist und der Anbieter sich dermaßen blöd anstellt. Aber ich bleib natürlich dran. Danke, Frau Stock. So, ich habe ein bisschen was Laptop. Also, Fingerabdrücke sind nur die vom Opfer drauf. Gelöscht ist auch nichts worden, aber hier haben wir einen wunderschön ausgedruckten Internetverlauf. Darf ich? Danke. Interessant ist, das Letzte, was er recherchiert hat, war etwas über Dopingmedikamente der Aschauer. Aha. Ja, liegt denn schon das Ergebnis des Schmauchspurentests vom Konkurrenten des Opfers, Herrn Reindl, vor? Na, vom Reindl haben wir keine Schmauchspuren, die haben wir wieder heimgeschickt. Tja. Tja, haben Sie sich noch nie geirrt, Frau Kollegin? Auf der Tatwaffe, das ist noch wichtig. Auf der Tatwaffe sind viele kleine DNA-Spuren drauf und die laufen alle durch den Computer jetzt. Mit dem Bachhuber, Christian, müssten wir noch mal sprechen. Wieso das? Wegen seinem Streit mit dem Opfer? Geht in Ordnung, Herr Mohr, dann holen Sie ihn halt. Okay, schaut dann. Frau Danner, ich habe leider noch keine Unterkunft für Sie gefunden. In der Goldenen Krone ist alles ausgebucht. Wir haben nämlich gerade Gartenbaumesse. Das ist ja blöd. Ja, ich versuch's halt jetzt irgendwie auswärts. Na gut, hilft ja nix. Danke. Sie haben doch noch nichts gegessen, oder? Ja, ich dachte, wir gehen erst die Planungen für die Sommerkonzerte durch. So, freilich, aber mit leerem Magen denkt sich's doch so schlecht, finden Sie nicht? Das schaut ja wunderbar aus und ein Duft, also. Danke, kommen's. Ja, gern. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Stadler? Den haben sie aus unerfindlichen Gründen nach Aschaffenburg geschickt. Nur das? Ach, was weiß ich. Es war ja normalerweise immer der Einsatzort von der Frau Danner. Und mein lieber Dr. Lauser König war den ganzen Tag nicht erreichbar. Mhm. Und, wie läuft's mit der neuen Kommissarin? Ach, sagen wir so, für den einen oder anderen ist es ein bisschen ungewohnt, dass der neue Kommissar eine Frau ist. Ich hab mir ja schon lang gedacht, dass es gar nicht so schlecht wäre. Danke, wenn einmal ein bisschen mehr die weibliche Seiten beleuchtet werden da bei den Ermittlungen. Frau Hofer, da rennen es bei mir offene Türen ein. Oh. Aha, hat der Herr Hansen vielleicht ein Problem damit? Oh, jetzt lassen wir es aber nicht kalt werden. Dann lassen Sie es ja noch schmecken. Oh, das bedarf dazu keiner Aufforderung. Köstlich. Frau Hofer, ein Gedicht. Danke. So, liebe Frau Stockel, wir machen für heute Schluss. Ja, wo ist die Frau Danner? Frau Danner ist schon gegangen. Ja, aber ich habe doch noch gar keine Unterkunft für die. Ja, mit ein bisschen weiblicher Intuition bekommst du bestimmt auch dieses Problem in den Griff. Na, so, bis morgen. Bis morgen. Was für ein Kindergarten. Bevor sie den Tatort betritt, muss sie erstmal die Schuhe wechseln. Klar. Und statt loszufahren, zieht sie sich erstmal in aller Ruhe die Lippen nach. Also, eine Mordermittlung ist doch keine Modenschau. Schaut's wenigstens gut aus. Du hast aber Glück, dass die Danner das nicht gehört hat, du. Auge. Richtige Emanzen. Nein, das nicht, aber einfach eine Frau eben. Wesen vom anderen Stern halt.
wie er immer schaut, wenn ich mal meine Handtasche hole. Als ob er noch nie eine Frau mit einer Handtasche gesehen hätte. Naja, das Thema Gleichberechtigung und dabei Frau sein dürfen, ist bei den meisten Männern noch nicht so richtig angekommen. Ja, ich kenne solche Typen schon. Gib ihm ein bisschen Zeit. Du bist hier die erste weibliche Kommissarin. Das ist Neuland für Herrn Hansen. Mhm. Gebe ich ihm halt Nachhilfe. Das schaffst du schon. Noch einen Schluck Wein? Mhm. Und danke, dass du mich heute Nacht bei dir aufnimmst. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Auf die selbstständigen Frauen. Herr Hansen. Herr Mohr. Es ist grässlich. Ich erreiche den Bach über Christian nicht und nicht und nicht und nicht. Na, gut, ich werde es gleich noch mal im Kämpfer suchen. Irgendwo muss er sein. Aber schauen Sie mal diese E-Mail hier an. Herr Mann. Herr Fee. Greifen Sie zu. Danke. Jö, das ist von der Physiotherapeutin, von der Brigitte Schropp. Hallo Moritz, ich muss dich dringend sprechen. Ich kann dir alles erklären. Brigitte, ich sage ja was, Herzen. Die Frau Danner, die hat nämlich recht gehabt mit dem Lippenstift, mit dem Bitch Nude. Das ist genau dasselbe, den die Kollegen am Tatort gefunden haben. Herr Moritz, fangen Sie bitte nicht auch damit an. Ist das nur, was man redet? Wo bleibt sie überhaupt? Ich weiß nicht. Frau Stöckel, sagen Sie, hat Kollegin Danner schon was von sich hören lassen? Nein, noch nicht. Aber ich hoffe so sehr, dass sie was zum Schlafen gefunden hat. Wird schon nicht auf einer Parkbank übernachtet haben. Kripo Rosenheim, Apparat Stöckel, grüß Gott. Ja, guten Morgen, Frau Stöckel, ich. Frau Danner, gut von Ihnen zu hören. Sagen Sie, haben Sie noch was zum Übernachten gefunden? Die Sabine, die Frau Dr. Eckstein, die war so nett und hat mich für eine Nacht aufgenommen. Sagen Sie, ist der Herr Hansen schon da? Ja, Moment dann. Herr Hansen, die Frau Danner. Wie? Danke. Hallo, Frau Danner. Schön, dass Sie Ihre erste Nacht in Rosenheim gut überstanden haben. Sagen Sie, wann gedenken Sie hier einzutreffen, weil... Herr Hansen, ich bin quasi schon unterwegs. Ach so, wir müssen nämlich direkt zum Biathlon-Sommercamp. Ich war heute Morgen schon fleißig und habe Ermittlungsarbeit geleistet. Kann das sein, dass ich da so einen leisen Vorwurf in Ihrer Stimme höre? Nein, überhaupt nicht. Warum holen Sie mich nicht bei der Frau Dr. Eckstein ab? Dann können Sie mir ja unterwegs verraten, was alles rausgefunden haben. Bei Frau... Gut, dann sehen wir uns gleich. Mhm. Handy habe ich, Geldbeutel. Weißt du, wo mein Lippenstift ist? Der könnte noch im Schlafzimmer sein. Na, im Bad. Ich hab's gleich. Ja. Möchten Sie nicht doch was trinken? Vielleicht einen Schluck Wasser oder so? Ich brauche nichts, Frau Doktor, danke. Sagen Sie, ist sie immer so und dann... So, jetzt können wir gehen. Ja. Los, nichts überstürzen, ne? Danke für den schönen Abend. Wir sehen uns ja später noch. Frau Doktor. Herr Hansen, ich komme gleich. Ja. Ich glaube, ich gehe schon mal vor. Mhm. Bis später. Ja. Wir zahlen, Dreher. Die Dienstnummern von der Frau Danner und vom Herrn Stadler sind sich nahezu identisch und dann haben sie halt die Endziffern vertauscht. Aus unerfindlichen Gründen, wie mir Dr. Lauser König versichert hat. Hey, Behörden. Ja, da wird die Frau Danner aber schauen. Ja, dem muss ich das ja jetzt auch noch sagen, aber ich habe jetzt erst noch einen ausweisigen Termin. Manchmal kommt wirklich alles zusammen. Ja, Herr 80er, Sie schauen auch ein bisschen müde aus. Ja, vor Wunder, die halbe Nacht kein Auge zugemacht. Vollmond ist. Und sonst hat er nichts gesagt. Der Spezel vom Toten, der Bachhuber. Bei Ihrem Telefonat mit ihm. Also bei seinem Streit mit Moritz Aschauer ging es angeblich bloß um eine Lappalie. Und von dem nächtlichen Ausflug und einer heimlichen Affäre seines verstorbenen Freundes will er nichts gewusst haben. Hallo. Hallo. Ja, weil es keine gegeben hat, das sage ich doch. Der Tote hat über Dopingmedikamente recherchiert. Und die Physiotherapeutin, die Schropp, war am Tatort. Ja, schauen wir mal. Peach Nude. Mei, eine super Farbe. Schade, dass die mir nicht steht. Aber Ihnen dafür umso mehr. Danke. Und das ist meine Lieblingsfarbe. Aha. Genau so einen Lippenstift haben wir im Tatort gefunden. Der dürfte dann wohl Ihnen gehören. Moritz ist dahinter gekommen, dass ich Benedikt Reindl ein wenig unter die Arme gegriffen habe. Medikamentös. Nichts Schlimmes. Schlimm vielleicht nicht, aber illegal. Dass er die Sache dem Verband melden würde, hat Moritz gesagt. Nicht nur, dass ich dann meinen Job verloren hätte. Eine Strafanzeige wäre mir auch noch sicher gewesen. Deswegen müssten Sie ihn dann zum Schweigen bringen. Nein,
Ich bin ihm morgens gefolgt und habe ihn angefleht, mir noch eine Chance zu geben. Aber er hat mich einfach weggestoßen. Und dabei muss mir dann wohl der Lippenstift aus der Tasche gerutscht sein. Bitte, Sie müssen mir glauben. Als ich zurück ins Camp gegangen bin, war Moritz noch am Leben. Ja, also solange der Fall nicht gelöst ist, bekommen Sie erstmal ein schönes Einzelzimmer bei uns. Tut mir leid. Und, Herr Kollege? Ja, Sie lagen mit Ihrer Intuition richtig. Bei der Sache war Dropping ein Stück zufrieden. Sehen Sie es, das war doch jetzt gar nicht so schwer. Also, die Beweislage ist zwar etwas dünne, aber Brigitte Schropp hat ein starkes Motiv, kein Alibi und am Tatort war sie auch. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie dazu fähig wäre, jemanden umzubringen. Autoschlüssel? Habe ich. Danke, wiederhören. Ich habe Neuigkeiten. Das war jetzt gerade der Nachtportier vom Hotel Blauen Schwan. Der hat gesagt, er hat in der Zeitung das Opfer erkannt und hat gemeint, dass der in der Nacht vor dem Mord bei Ihnen im Hotel abgestiegen ist. Aha, hat auch gesagt, auf welchem Zimmer. Zimmer 213, gebucht von einer Anni Habermoos. Anni Habermoos? Wo habe ich das schon mal gehört? Mei, das ist eine Technikerin vom Biathlon Sommercamp und die ist eher abgereist. Moment mal, ist es nicht auch die Freundin von... Feigrad, das Foto. Nicht gerade nett, wenn einem der beste Freund die Frau ausspannt. Noch dazu, wenn der gar nicht als Weiberheld bekannt ist. Jesus, du Schmarrn. Na, wir haben nämlich DNA-Spuren an der Tatwaffe gefunden. Würde mich nicht wundern, wenn die mit ihrer DNA übereinstimmen. Der Moritz, der Sauhund. Der hat ganz genau gewusst, wie viel mir die Anni bedeutet. Und dann einfach hinter meinem Rücken. Freundin vom besten Freund, das macht man doch nicht, oder? Herr Bachhuber, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Moritz Aschauer ermordet zu haben. Georg, abführen. Komm uns bitte schon mit. Hatten Sie also doch recht mit Ihrer heimlichen Geliebten? Und das ganz ohne weibliche Intuition? Kennt doch schon mal die nähere Umgebung. Vielleicht haben wir Glück und finden die Patronenhülse. Warte mal. Danke. Ach, Herr Hansen? Ja. Diese Schmutzstreifen an der Kleidung hier, die deuten darauf hin, dass das Opfer nachträglich hierher gebracht wurde. Also Fundort, nicht gleich Tatort. Ja, verstehe. Todeszeitpunkt? Die Leichenstarre hat noch nicht eingesetzt. Ich würde sagen, etwa vor 3 Stunden. Aha. Also gegen 6 Uhr heute Morgen. Ja. Ja. Danke. Gerne. Ja. Entschuldigung. Dana, Verena, bin ich hier richtig wegen... Mit der Pünktlichkeit haben Sie es ja nicht so. Ich hoffe nicht, dass es mit den Fenstern allzu lang dauert, weil ich habe nicht ewig Zeit. Und jetzt bitte ich, dass Sie draußen warten. Wir ermitteln nämlich gerade. Herr Hansen, was hätten Sie gebraucht? Hallo, liebe Frau Stockel, Folgendes. Das Opfer konnte bis jetzt noch nicht identifiziert werden. Sehen Sie doch mal bitte nach, ob es da eine Vermisstenanzeige gibt. Der Tote ist männlich, circa Anfang 30 und trägt Sportkleidung. Alles klar, mach ich. Danke. Und was ist mit dem Kollegen Stadler? Gibt es von dem eine Spur? Na, immer noch nicht auf dem Handy erreicht. Aha. Versuchen Sie es bitte weiter, ja? Nicht, dass Sie nach ihm auch noch eine Vermisstenanzeige aufgeben müssen. Ja, alles klar. Ja, und blöd anreden lassen habe ich mich auch. Morgen, die Herren. Ja, schönen guten Morgen, Frau Dr. Eckstein. Alles in Ordnung? Ja, Frau Kommissarin Danner, Verena. Ja, ich warte. Ja, grüß Sie, Herr Leibold. Nochmal wegen derer Sache mit meiner... Bitte? Ja, ja, natürlich bin ich nach Rosenheim gefahren. So was stand ja auch in meinem Versetzungsbescheid. Na. Ich bin mir ganz sicher, dass ich Aschaffenburg beantragt habe. Und ach, Sie melden sich bei mir. Na gut. Vielen Dank. Wiederhören. Mei. Danke. Ach, das
Gott, Danner, ich sollte mich im Kommissariat melden. Ah ja, Sie werden schon erwartet. Gehen Sie einfach rauf in den ersten Stock, Zimmer 104. Danke. Der Tote ist also erschossen worden. Ja, allerdings aus einiger Entfernung. An der Wunde sind keinerlei Schmauchspuren festzustellen. Aha. Könnte es sein, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Jagdgewehr gehandelt hat? Möglich. Das Projektil wird uns Auskunft darüber geben. Verstehe. Was ist das da für ein Abzeichen auf der Brust? DBV Bayern B-Kader hört sich für mich noch ein Vereinslogo an. Gut. Harald! Sie soll früher ins Büro kommen, weil die Frau von der Hausverwaltung kommt, um sich die Fenster anzuschauen, und dann kommt keiner. Kriege ich trotzdem einen Kaffee oder muss ich zuerst wen verhaften? Ja, das ist immer das Gleiche. Man macht der Zeit aus und dann... Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Wo? Ja, bitte fassen Sie nichts an. Wir kommen. Migi, es gab der Leich. Hä? Und wo? Golfplatz Sieblick. Ich rufe den Herrn Hansen an und den Herrn Stadler. Schönen guten Morgen allerseits. Hansen, Sie können gleich umdrehen. Wir gehen golfen. Golfen? Ja, Herr Hansen, wo sind Sie? Moin, moin. Morgen. Ja, es ist, anscheinend hält mein Navi nichts vom Golf am Morgen. Wir wissen nicht, wer die Leiche ist. Warum? Warum? Ja, kein Handy, kein Geldbeutel, gar nichts. Und die beiden Herrschaften haben ihn gefunden. Das ist der Herr Wimmer Markus, der Frau Leipfinger Fanny. Morgen. Ja. Haben wir von den beiden schon was Brauchbares erfahren? Ja, freilich. Also er, der Wimmer, hat den Ball pitcht. Obwohl sie, die Leipfinger, gesagt hat, also der Chip wäre die bessere Variante. Was ja ich auch glaube. Warum? Warum? Ich habe damals in meinem Golf-Schnupperkurs... Ja, Herr Mo, die kürzere Version, bitte, danke. Verschlagen hat den Ball der Depp. Und wir sind gesucht haben, haben sie leicht gefunden. Ja, kennen die beiden das Opfer? Nein, war kein Mitglied im Golfclub, haben sie gesagt. Gut, noch müssen. Rufen Sie mich bitte schön zurück, sobald Sie das abhören. Ja, danke. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ach, das wäre toll. Dana, Hauptkommissarin aus Regensburg. Ich wäre die Vertretung vom Herrn Hofer, aber so wie es ausschaut, werde ich hier ja überhaupt nicht erwartet. Sie sind die Vertretung vom Herrn Hofer? Ja. Haben Sie mit wem anders gerechnet? Ja, eigentlich haben wir den Herrn Stadler aus Passau erwartet. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wie das zustande kommen ist. Fakt ist, ich wurde Ihnen offiziell zugeteilt. Gut, dann gehen wir doch erstmal in mein Büro und dann sehen wir weiter. Bitte. Vielen Dank. Ich bin dann hier soweit fertig. Wenn ich mit der Obduktion durch bin oder irgendetwas aus dem Labor höre, dann melde ich mich bei Ihnen. Fein. Wiedersehen, Frau Dr. Eckstein. Wiedersehen. Herr Mohr? Herr Doktor. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, es ist so, wie ich es gesagt habe. Also die Leute vom Clubhaus haben am 8. in der Früh angefangen und der Marschall auch. Mhm. Der wer, was? Der Golfmarschall. Das ist so wie der Polizist auf einem Golfplatz. Der ist für die Platzkontrolle zuständig und der schaut, dass alle ihre Regeln einhalten. Ah, verstehe. Ja gut, dann sehen Sie sich doch mal in der Nachbarschaft um, ob da jemand... Das ist von da gekommen. Ja, sehen wir uns doch mal genauer an. Ja. Was ich nicht verstehe, warum haben wir keine Mitteilung bekommen über diese personelle Änderung? Meine Dienststelle in Regensburg ist auch nicht informiert worden. Guten Morgen, Frau Stockel. Jetzt sind Sie aber früh dran. Es kommt gleich jemand von der Hausverwaltung wegen die undichten Fenster. Aber nicht der Hausmeister, oder? Der liegt nämlich schon die ganze Woche flach, Grippe. Nein, irgendeine Frau. Namen habe ich nicht verstanden, aber wenn es kommt, schicken Sie es hoch, gell? Mach ich. Jetzt zählt nicht so ein Gesicht. Man könnte gerade meinen, du fährst nicht auf eine Inforeise, sondern zu einer Beerdigung, glaubst du das? Okay. Mit lauter Kriminalen, 6 Wochen durch Norddeutschland, was meinst du, wie fad das wird? Andere wären froh, wenn sie mal ein bisschen rauskommen, Daten. Die hätten doch gleich den Hansen schicken können, der kommt eh von da drum. Mei, wusste ich als Repräsentant von Oberbayern halt gern dabei haben wollten. Ich allein unter lauter Fischköpfe. Na danke. Jetzt gib mir Ruhe. Sag, macht der Stadler wieder deine Vertretung? Dem schon, wie immer halt. Richte am besten gleich sein Zimmer her. Und für heute Abend mache ich einen Krustenbraten, den mag er doch so gern. Mei, du bist so gemein. Der kriegt einen Krustenbraten. Und was wird ihr heute umkriegen? Ein paar Lätsche, die Krabben vielleicht. Oder ein Viech. Glaubst das? Mal Stuckel. Hallo, Madame Butterfly. Geht da rein.